Hallo liebe Leins, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil heute gibt es nämlich ein Food Haul. Ihr habt euch den ganz oft gewünscht, dass ich mal wieder ein Food Haul abdrehen soll. Naja, warum nicht? Habe ich mir gedacht, drehst du jetzt halt mal den Einkauf ab. Ja. Und here we go. So, als erstes habe ich Kartoffeln gekauft. Das sind keine Ahnung, wie viel, 4 Kilo und festkochende. Die brauche ich für einen Kartoffelsalat. Und natürlich auch so zum Essen, klar. Dann habe ich mitgenommen für sonntags wieder meine Weizenbrötchen. Die Dinger hier. Da habe ich zweimal mitgenommen für das Wochenende. Da werden wir uns die Brötchen machen. Dann musste wieder mit Rela Pflanzencreme, ideal zum Kochen, Braten und Backen. Die habe ich wieder mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen Fleischsalat. Wir lieben diesen Fleischsalat. Von Fürstenkrone, Delikatessfleischsalat und saulecker. Davon haben wir einmal zum so auf Brötchen machen und einmal für meinen Kartoffelsalat. Wenn ihr Bock habt, mal zu sehen, meinen Spezial-Susi, à la Susi-Kartoffelsalat, der Pup einfach ist, zu machen, dann würde ich hier mal eine Umfrage machen und das einfach mit abdrehen, wenn ihr meinen einfachen Kartoffelsalat sehen wollt. Der ist super lecker, finden wir. Und ganz schnell gemacht. Dann habe ich mitgenommen Pizzateig XXL, frischer Pizzateig von Mondo Italiano. Das ist für Uwe und für mich. Mal ein Backblech voll Pizza haben wir mitgenommen. Dann haben wir leichter Genuss Hirtenkäse, 35% weniger Fett mitgenommen. Der ist für Wraps, die wir machen wollen. Ja. Dann habe ich mitgenommen für die Zeit, wo Uwe im Krankenhaus ist, von Mondo Italiano Lasagne Bolognese. Wir haben die schon mal gehabt, man kann die durchaus essen, das ist in Ordnung. Und ich brauche da nicht so viel Tamtam machen, wenn ich alleine bin. Dann habe ich noch mitgenommen von Bonrisi Milchreis Rundkornreis. Ist auch, wenn nicht so warm ist, kalter Milchreis, oh, wir lieben das. Also der kommt eigentlich fast immer mit, wenn er alt ist. Dann habe ich mitgenommen eine Gurke. Dann ist mitgekommen von Gutes Land, 45% Fett im trockenen Zustand, Emmentaler am Stück. Der ist auch sau lecker. Habe ich zweimal mitgenommen. Sehr, sehr lecker, auf jeden Fall. Von Gutes Land habe ich mitgenommen Körniger Frischkäse. Auch der, entweder so löffel ich den oder der kommt mit in den Wrap oder was, keine Ahnung, aber lecker einfach. Dann habe ich Käsescheiben Gouda Jung mitgenommen. Habt ihr auch schon gesehen, den mögen wir ziemlich gerne. Dann haben wir mitgenommen für die Wraps Kochhinterschinken. Ein Herz für Erzeuger. Ja, da gehen 10 Cent an den Erzeuger. Haben wir mitgenommen. 200 Gramm sind es. Für den Kartoffelsalat Miracle Whip. Ja. Dann haben wir von Jules Luc original französischer Weichkäse mit Weißschimmel mitgenommen. Der ist auch super lecker. Also diese französischen Weichkäse, die mag ich total gerne. Von Hofmeier Leberwurst fein mitgenommen für die Kira zum Trainieren, weil sie einfach nicht durch die Tür gehen will. Da wird die Leberwurst. Ja, da wird sie sich freuen. Hoffe ich. Dann habe ich mitgenommen zweimal von diesem fettarmen Joghurt, 1,5% Fett. Da mache ich mir eine Joghurtdressing für den Wrap und natürlich auch so zum Löffeln. Dann habe ich viermal reine Buttermilch mitgenommen. Auch von Gutes Land. Auch super, super lecker. Also wir mögen beide Buttermilch extrem gerne.
Dann habe ich mitgenommen Schlagsahne, dreimal. So, für meinen selbstgemachten Frühlingsquark sozusagen. Dafür natürlich auch den dazugehörigen Speisequark zweimal. Ja, da haben wir dann zwei Tage das war der Uwe, der hat mal irgendwas schön die Kamera verschoben. Der sitzt nämlich hier und reicht mir das an. Ja. Von Pizzakäse, gutes Land, Pizzakäse mitgenommen für die Pizza. Mhm. Dann habe ich mitgenommen eine Melone. Ich habe Melone getragen. Dann die Wraps haben wir mitgenommen. Die sind lecker. Mm. Ja. Kennt ihr die Wraps? Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr Lust habt, mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Wraps macht und was ihr für tolle Rezeptideen vielleicht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, dann ist ein Paket Paprikas, bunte Paprika, mitbekommen. 500 Gramm sind hier drin. Für die Pizza haben wir mitgenommen frische Champignons, 400 Gramm. Ja, wir kommen aus Polen, Kulturchampignons. Dann habe ich mitgenommen für aufs Brot und für die Wraps Cocktail-Risotto-Tomaten. Zweimal haben wir die mitgenommen, hier ist das andere Paket. Salat einmal für die Wraps und einmal für den Salat halt zu machen. So. Dann habe ich noch Brot mitgenommen. Und zwar ist das einmal ein Pustenbrot, Weizenmischbrot und ein Roggenmischbrot. Das haben wir direkt da schon geschnitten, ne? Blendet ein bisschen. Auch sehr, sehr lecker. Ja, meine Lieben, was? Nein, das war es gar nicht. Ich habe vergessen, das Eis aus dem Gefrierfach zu nehmen. Weil wir haben ja noch für die warmen Tage uns lecker Eis geholt. Und zwar von Romanza Stracciatella Eiscreme. 1000 Milliliter. Sehr lecker. Und von der gleichen Firma Romanza Amarena Kirsch. Cremig zarter Genuss. Komposition aus Kirsch, Fruchteis und Eiscreme mit Amarena. Da werden wir uns gleich was machen, weißt du? Ja. Ja. Das war's. Jetzt aber wirklich, meine Lieben. Mehr habe ich nicht eingekauft. Es reicht auch. Ich hoffe, ich komme damit über die Woche, die Uwe nicht da ist. Ja. Bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ich habe irgendwie gerade so ein... bin aus meinem Flow raus. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, meine Lieben. Stay strong and positive. Alles wird gut. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Bis dahin. Ciao. Eure Susi. Tschüss.